Mein Name ist Steve Kenner, ich bin Juniorprofessor für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Herzlich willkommen zu meinem Impuls Globale Krisen, grenzenlose Verunsicherung, multiple Krisen als Lerngelegenheit. In meinem Impuls möchte ich zunächst einmal auf den Begriff multiple Krise eingehen. Was bedeutet das eigentlich und welche Konsequenz hat diese multiple Krise für Bildung und auch für die Institution Schule? Zunächst einmal zum Begriff Krise. Krise bezeichnet nach Schubert und Klein eine über einen gewissen längeren Zeitraum anhaltende massive Störung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems. Krisen bergen gleichzeitig auch die Chance zur aktiv zu suchenden qualitativen Verbesserung. Das ist erstmal die Definition von Krise. Das Besondere an den gegenwärtigen Verhältnissen ist, dass wir in einer Zeit der multiplen Krise leben. Eine sogenannte Vielfachkrise. Das, mit dem wir es heute zu tun haben, ist eine Situation, in der viele Krisen nicht losgelöst voneinander stattfinden, sondern eng miteinander verwoben sind. Ich möchte zunächst einmal auf die Biodiversitätskrise eingehen. Und bevor ich dazu etwas sage, möchte ich vorwegschieben, dass ich kein Naturwissenschaftler bin, kein Biologe. Und dass es Expertinnen und Experten gibt, die sich mit der Biodiversitätskrise sehr viel besser auskennen. Ich möchte trotzdem auf dieses Themenfeld einmal ganz kurz eingehen, weil ich am Beispiel der Biodiversitäts- und anderer Krisen aufzeigen möchte, wie eng sie miteinander verwoben und wie sie immer auch mit politischen Fragestellungen verbunden sind. Durch menschliche Einflüsse sind laut Weltbiodiversitätsrat IPBES bereits 3/4 der Landoberfläche verändert. Und 2/3 der Meeresökosysteme sind erheblich beeinträchtigt oder gar zerstört. Derzeit sind etwa 1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Diese Krise hat zweifelsfrei Auswirkungen auf ganz viele andere Krisen, beispielsweise die Ernährungskrise, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen will. Und gleichzeitig sind andere Krisenmomente der Gegenwart schuld an der Biodiversitätskrise oder haben diese Krise verursacht und mitverursacht. Die Ernährungskrise ist eine Krise, die mit vielen Faktoren zusammenhängt. Während die meisten Menschen im globalen Norden ökonomisch von der Ausbeutung von menschlichem Arbeitsvermögen und Biosphäre profitieren, sind es vor allem die Menschen im globalen Süden und marginalisierte gesellschaftliche Gruppen, die die Auswirkungen der Krise in besonderer Weise zu spüren bekommen und für ihr Überleben teilweise zur Binnen- oder tatsächlichen Migration außerhalb der eigenen Landesgrenze gezwungen werden. Das wissen wir schon seit einigen Jahren. Und eine der Hauptursachen ist die Ernährungskrise. Die Klimakrise, der Klimawandel, die Erhöhung der globalen Temperaturen führen unter anderem zu Großwetterereignissen, zu Fluten, zu Stürmen, aber eben auch zu Dürre. All das beeinträchtigt, die Ernährungsweise und vor allem die Nahrungsmittelindustrie. Die wiederum hat auch Einfluss auf beispielsweise die Biodiversitätskrise, Monokulturen, das Nutzen von Schadstoffen auf den Feldern. Sie sehen, diese Krisen hängen ganz eng miteinander zusammen. Wir haben heute auch eine Energiekrise. Und anders als erwartet führt uns nicht die Endlichkeit fossiler Energieträger in die Krise, sondern die planetaren Belastungsgrenzen und der durch die CO2-Emission verursachte Treibhauseffekt. Wir wissen längst, es gibt einen anthropogenen Treibhauseffekt, einen vom Menschen verursachten Treibhauseffekt. Und dieser führte dazu und führt noch immer dazu, dass die globale Durchschnittstemperatur sich in den vergangenen Jahrzehnten infolge von anthropogenen Treibhausgasemissionen schneller erhöht hat als in jedem anderen Zeitpunkt seit mindestens 2000 Jahren. Das ist eine Erkenntnis des IPCC, des Weltklimarates, einer Kommission mit renommierten Forscherinnen und Forschern, die weltweit zum Thema Klimawandel forschen. Neben diesen Krisen gibt es viele weitere. Auf dem Krieg gegen die Ukraine, den ersten Landnahmekrieg, den wir in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, habe ich noch gar nicht gesprochen. Und die Corona-Pandemie ist ein weiteres Beispiel, auf das ich nicht eingehen werde. Aber ich möchte noch ein Beispiel bringen, die Ungleichheitskrise. Der World Inequality Report 2022 kommt zu der Erkenntnis, dass die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung nur knapp 2% des Gesamtvermögens, das reichste Zehntel, hauptsächlich im globalen Norden verortet, hat einen Anteil von etwa 76% des Vermögens. Die Schere zwischen Arm und Reich geht also nicht nur regional, lokal, sondern weltweit immer weiter auseinander. Und auch das hängt mit den verschiedenen anderen Krisen und krisenhaften Elementen zusammen. Wir leben also in einer Zeit der Vielfachkrise, der multiplen Krise.
Die Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften und der Rat für nachhaltige Entwicklung haben darauf mal wie folgt reagiert. Im Jahr 2021 sagten diese beiden Institutionen gemeinsam, die Klima- und ökologische Krise, die wachsende Ungleichheit in der Welt, die Corona-Pandemie und viele mehr sind komplex, systemisch und eng miteinander verwoben. Das Handeln der Menschheit destabilisiert das Erdsystem auf eine Weise, welche die Existenz und die Chancen der heutigen und der kommenden Generationen sowie die Vielfalt des Lebens auf der Erde bedroht. So das Zitat der Leopoldina des Rates für nachhaltige Entwicklung. Und wir müssen uns mit diesen krisenhaften Verhältnissen auseinandersetzen. Und auch junge Menschen müssen das. Wenngleich sie für den Zustand der Welt nicht verantwortlich sind, machen sie sich Sorgen, machen sie sich Gedanken über den Zustand der Welt und sie haben Vorstellungen davon, wie die Welt von morgen aussehen kann. Das ist das, was wir in Bildungskontexten aufgreifen müssen. Was wir aber vor allem auch uns bewusst machen müssen, ist, dass wir in einer multiplen Krise leben, bei der wir von gesellschaftlichen Naturverhältnissen sprechen müssen. Wir leben nicht losgelöst von der Natur und von den Entwicklungen in der Natur. Wir dürfen nicht glauben, dass das Einzige, was wir brauchen als Antwort auf die Krise, ein noch besseres Beherrschen der Natur ist. Es geht nicht nur um Technologie und Technologiewandel. Es geht um die Frage, wie wir leben wollen. Und dabei geht es beispielsweise auch um so etwas, was Ulrich Brandt und Markus Wissen als imperiale Lebensweise verstehen. Also die Ausbeutungsprozesse gegenüber der Natur und den Menschen aus dem globalen Norden heraus gegenüber dem globalen Süden und der Welt und der Natur insgesamt. Wir stehen also dieser Krise nicht von außen gegenüber. Wir können etwas daran ändern. Und es geht nicht nur um individuelles Konsumverhalten. Es geht um strukturelle Fragen. Fragen unserer Lebensweise, aber auch unseres Wirtschaftens und der Politik, die wir insgesamt gestalten. Die Ursachen liegen also in uns selbst und aus der Perspektive des globalen Nordens auch in einer imperialen Lebensweise. Die Antwort auf diese multiple Krise laut der Vereinten Nationen lautet sie, leave no one behind. Das ist die Message der Agenda 2030, der Agenda for Sustainable Development. Und auch der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen forderte schon 2011, wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. All das geht nicht ohne Bildung, geht nicht ohne Bildung, die explizit eine politische Bildung ist und sich mit den krisenhaften Verhältnissen der Gegenwart auseinandersetzt. Für die junge Generation wissen wir längst, dass der krisenhafte Zustand unserer Welt eine der größten Sorgen von jungen Menschen ist. Ganz wichtig ist aber auch ihr Umgang mit dieser Krise, der Umgang mit Begriffen und Bildern in krisenhaften Zeiten. Benno Hafenegger hat es mal wie folgt beschrieben. Im Jahr 2021 sagte er die, oder schrieb er, die junge Generation wird begriffs- und bildgeschichtlich sozialisiert. Sie kann den jeweiligen Krisenbegriffen und Bildern, dem öffentlichen Reden, der medialen Dauerpräsentation in digitalen Zeiten und der Kommunikation in ihrem sozialen Umwelt, in ihrer sozialen Umfeld, in ihrem sozialen Umfeld kaum entgehen. All das stimmt. Das ist aber auch kein neues Phänomen. Das ging auch anderen Generationen so. Aber das Besondere in digitalen Zeiten und mit der multiplen Krise müssen wir berücksichtigen, auch in Bildungskontexten. Als Beispiel führt Benno Hafenegger unter anderem an die Bilder, die wir mit dem Klimawandel verbinden, Bilder und Begriffe wie Biodiversität, Artensterben, Treibhausgas oder Kipppunkte. Mit der Pandemie verbinden wir Begriffe wie Corona, Covid-19, Übersterblichkeit, Inzidenz, Long-Covid. Oder mit dem Krieg gegen die Ukraine, Kampfhandlungen, Gewalt und Tod, Vergewaltigung und Flucht. Mit all diesen Begriffen und Bildern sind junge Menschen konfrontiert. 86% der jungen Generation im Alter von 14 bis 29 Jahren macht sich Sorgen um ihre Zukunft, laut Jugendstudie Jugend in Deutschland 2022. Der Klimawandel und der Angriffskrieg gegen die Ukraine nehmen jungen Menschen als Bedrohung wahr, laut der Studie Junges Europa 2022. 68% der Jugendlichen haben Angst vor dem Ukraine-Krieg. 55% besorgt der Klimawandel. Auch das wissen wir aus der Studie Jugend in Deutschland 2022. Dazu kommt die Sorge vor Wohlstandsverlust. Wir müssen lernen, in der Schule und in allen weiteren Bildungsinstitutionen mit Dissens, Dilemmata und Konflikten umzugehen und vor allem sie als etwas Wertvolles, als etwas Konstitutives,
das konstitutive Element der Demokratie und der Bildung zu verstehen. Die demokratische Ordnung selbst ist ein Produkt von Aushandlungsprozessen und ein Gegenstand von Demokratiepolitik. Das Politische lässt sich als beständige Kritik gesellschaftlicher Zustände begreifen. Nach Chantal Mouffe ist Konsens immer begleitet vom Dissens. Das Politische, auch innerhalb demokratischer Ordnungen, zeichnet sich durch den immer wieder neu auszuhandelnden Widerstreit aus. Dieser konflikthafte Kern der Demokratie ist letztlich konstitutiv für Gesellschaften und gehört zur Demokratie und zur Bildung in der Demokratie. Wenn es also darum geht, wie umgehen mit den krisenhaften Verhältnissen der Gegenwart, mit der multiplen Krise, dann gehört dazu, dass wir die Schule als einen Ort begreifen, der diese Konflikte, die Konfliktlinien, den Dissens, den es gibt bei der Lösung, bei der Suche nach Lösungen, dass wir ihn in den Mittelpunkt rücken. Dass nicht der Schulfrieden oder konfliktfreies Lernen im Fokus steht, sondern tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem Konflikthaften, mit dem Krisenhaften. Konfliktfähigkeit ist, das wissen wir schon lange aus der Forschung der politischen Bildung, eine der zentralen Kompetenzen, die junge Menschen entwickeln auf dem Weg zur Mitwirkung in Gesellschaft und Demokratie. Sibylle Reinert schrieb 2010, es ist die spezifischste Kompetenz für die Domäne der Demokratie. Eine Erweiterung der Perspektiven über die eigene Person und die nahe Gruppe hinaus bedeutet, Andersartiges anzuerkennen und Konflikte zu akzeptieren. Das, so sagt es Sibylle Reinert, ist ein zentrales Element von politischer Bildung in der Demokratie. Das Konflikthafte, Dilemmata, Unsicherheit als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Ideen muss so verstanden werden und gestärkt werden in Bildungskontexten. Anja Besant hat es 2021 wie folgt beschrieben. Politische Bildung kann helfen, diese Ambiguitätstoleranz zu trainieren, denn politische Bildung in der Demokratie macht sichtbar, dass demokratisches Handeln immer Handeln unter dem Zwang des Nichtwissens ist. Und gerade in Zeiten der multiplen Krise ist uns klar, dass wir nicht immer alles wissen können und dass Bildung auch nicht bedeutet, das richtige Wissen zu reproduzieren, sondern auch neu zu denken, kreativ zu sein, innovativ zu sein, eigene Ideen und Vorstellungen von der Welt von morgen zu haben. Das müssen wir mitnehmen, mit aufnehmen in die Schule, auch wenn es sich nicht so leicht vermessen lässt, wie viele andere Kompetenzen, die wir in der Schule entwickeln. Meine These, die ich als Ausgangspunkt für diesen Impuls mitgebracht habe. Schulen müssen wieder, das setze ich mal in Klammern, zu politischen Sozialisationsorten werden. Längst wissen wir, dass Schulen Sozialisationsorte sind. Neben der Qualifikationsfunktion und der Allokations- oder Selektionsfunktion, die der Schule zugeschrieben wird, hat sie eine Sozialisationsfunktion. Aber diese Sozialisationsfunktion in einer demokratischen Gesellschaft ist mehr als nur das Sozialisieren in eine demokratische Gesellschaft im Sinne von Akzeptanz der bestehenden Werte und Normen. Sozialisation in einer Demokratie bedeutet immer auch die Auseinandersetzung mit demokratischen Verhältnissen. Und wenn wir junge Menschen ernst nehmen wollen, dann müssen wir sie auch dazu ermutigen, sich an politischen Diskursen zu beteiligen, mindestens mitzudenken, aber vielleicht auch mitzudiskutieren. Die Schule muss also ein Raum, ein Freiraum werden, der gleichzeitig auch ein Schutzraum ist, um über politische Fragen, Konflikte, Diskurse, Dissens auch zu diskutieren. Dafür bedarf es einer Abkehr von adultistischen Perspektiven, von dem Glauben, dass wir als Erwachsene einfach nur aufgrund unseres Alters besser, klüger, reifer wären, als es Kinder und Jugendliche sind. Wir müssen vor allem zugewandt und wertschätzend mit jungen Menschen und auch ihren Vorstellungen von der politischen Welt umgehen. Längst wissen wir, dass Kinder schon sehr früh eine Vorstellung der politischen Welt entwickeln. Nach den Studien von Van Deet und Abendschön, unter anderem aus 2010, die politischen Vorstellungen von Grundschulkindern untersucht haben, können wir also schon davon ausgehen, dass schon in der ersten, zweiten Klasse ein ziemlich komplexes Verständnis von politischen Verhältnissen vorhanden ist. Das ist natürlich nicht zwingend gleichzusetzen mit dem politischen Verständnis, das sich ältere Menschen machen. Aber sie haben eine Vorstellung von der politischen Welt. Und diese Vorstellung zu berücksichtigen, ist das Zentrale, was uns gelingen muss, wenn wir junge Menschen dabei begleiten wollen, mit den krisenhaften Verhältnissen der Gegenwart umzugehen. Wir müssen Kinder und Jugendliche als Young Citizens begreifen.
Und ich benutze hier den englischen Begriff, weil der deutsche Begriff junge Staatsbürgerinnen und Staatsbürger tatsächlich auf das Prinzip der Staatsbürgerschaft abzielt. Dabei haben Kinder und Jugendliche die zentralen staatsbürgerlichen Privilegien nicht. Viele Kinder und Jugendliche haben tatsächlich den deutschen Pass gar nicht, dürften also auch nicht wählen, wenn sie volljährig werden und haben andere staatsbürgerliche Privilegien nicht. Aber auch alle anderen Kinder und Jugendlichen haben das zentrale, das wichtigste staatsbürgerliche Privileg nicht. Sie können nicht partizipieren durch die Wahl, weil sie das Wahlrecht noch nicht haben. Aber sie haben ein politisches Bewusstsein. Und dieses politische Bewusstsein sollten wir nicht nur füttern mit dem vermeintlich richtigen Wissen, sondern wir sollten mit ihren Vorstellungen arbeiten und sie als Young Citizens auch begreifen. Aber geht das überhaupt? Dürfen wir das? Oder muss die Schule nicht neutral sein? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns seit vielen, vielen Jahren und nochmal verstärkt, seitdem es beispielsweise die Initiative Neutrale Schule gab, von einer Partei, die wollte, dass man unliebsame Lehrkräfte auf dieser Plattform meldet. Argumentiert wurde damals beispielsweise mit dem Beutelsbacher Konsens, dem Überwältigungsverbot und dem Multiperspektivitätsgebot, das für die politische Bildung gilt. Aber der Beutelsbacher Konsens und auch alle anderen Referenzpunkte für den demokratischen Bildungsauftrag der Schule begründen kein allgemeines Neutralitätsgebot. Im Gegenteil. Zentral für den Bildungsauftrag ist beispielsweise das Grundgesetz und die Grundrechte, die dort formuliert sind. Für die setzen wir uns als Pädagoginnen und Pädagogen ein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir diskriminieren nicht. Und wenn das jemand tut, dann ist es unsere Aufgabe, Stellung zu beziehen, nicht neutral zu bleiben. Wir können weitere Referenzpunkte aus dem KMK-Beschluss zur Demokratiebildung aus dem Jahr 2018 ziehen, in der die Schule ganz klar als ein Sozialisationsort beschrieben wird, der eben nicht zur politischen Neutralität aufruft. Auch der letzte Kinder- und Jugendbericht betont das. Außerdem können wir aus den Landesverfassungen den Bildungsauftrag ableiten oder dem Schulgesetz, sowie aus Erlassen oder Leitbildern des Kultusministeriums. In all diesen Papieren wird deutlich, die Schule ist ein Ort, an dem wir uns bekennen zu den Grundprinzipien unserer Demokratie, zu Grund- und Menschenrechten. Und zu denen können und dürfen wir uns nicht und niemals neutral verhalten. Und wenn sich Kinder und Jugendliche für die Weiterentwicklung unserer Demokratie einsetzen wollen, auch in der Schule, dann ist es unser Auftrag, sie zu bestärken und nicht sie aufgrund eines falsch verstandenen Neutralitätsgebotes darin einzuschränken. Noch einmal ganz konkret. In der KMK-Erklärung 2018 zur Demokratiebildung heißt es, die Menschenwürde ist die wichtigste Wertentscheidung des Grundgesetzes. Sie kommt allen Menschen allein schon Kraft ihres Menschseins zu und ist unantastbar. Somit ist auch Schule kein wertneutraler Ort. Das pädagogische Handeln in Schulen ist von demokratischen Werten und Haltungen getragen, die sich aus den Grundrechten des Grundgesetzes und aus den Menschenrechten ableiten lassen. Ende des Zitats aus der KMK-Erklärung. Ein klares Bekenntnis. Die Schule ist kein neutraler Ort. Und wir als Pädagoginnen und Pädagogen können und dürfen die Schule als einen Ort begreifen, in dem wir junge Menschen dabei begleiten, sich mit Krisen und krisenhaften Verhältnissen auseinanderzusetzen und gleichzeitig selbst auch Position zu beziehen. Als Antwort auf den 16. Kinder- und Jugendbericht hat die Bundesregierung 2020 Folgendes geschrieben. Vor dem Hintergrund eines eindeutigen Verständnisses von politischer Bildung als demokratischer Bildung widerspricht die Bundesregierung entschieden, wenn politische Bildung unter Verweis auf ein falsch verstandenes Neutralitätsgebot in Frage gestellt wird. Die staatlich verantwortete politische Bildung ist angehalten, für die demokratischen Prinzipien, die Menschenrechte und ihre grundrechtlichen Konkretisierungen einzutreten. Also ein klares Bekenntnis. Die Schule ist kein neutraler Ort. Was wir dann noch brauchen, wenn wir das erkannt haben, sind Räume für reale politische Handlungserfahrungen. Wir wissen, die Schule ist kein demokratischer Ort und Schülerinnen und Schüler dürfen an vielen Stellen nicht mitentscheiden. Auch daran müssen wir etwas ändern. Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Mitbestimmungsrechte bei der Gestaltung des Unterrichts, bei der Gestaltung des Schullebens insgesamt. Aber es geht nicht nur um demokratische Teilhabe, es geht auch um Räume für reale politische Handlungserfahrungen. In der politischen Bildung wird hier schon lange diskutiert, ob die Schule dafür der richtige Raum ist. Viele Jahre war die Position stark vertreten, die Schule sei kein Raum für
Training realen politischen Handelns. Unter anderem Joachim Detjen hat diese Position immer stark vertreten. Sie sei propedeutik für späteres Handeln. Aber mittlerweile hat sich auch im Feld der politischen Bildung etabliert, dass die Schule und der Politikunterricht nicht nur die Aufgabe haben, das richtige Wissen zu vermitteln und damit propedeutik für späteres Handeln zu sein, sondern dass die Schule auch ein Raum für reale politische Handlungserfahrungen sein kann und darf. Und dass die politische Bildung und auch das Unterrichtsfach Politik diese realen Handlungserfahrungen begleiten kann. Beispielsweise, wenn sich junge Menschen in einer Klima-AG oder in einer Antirassismus-AG organisieren, gemeinsam in einem Projekt arbeiten. Wenn die Schule dazu führt, dass sie die Verhältnisse, in denen wir leben, kritisieren oder neue Ideen entwickeln wollen, dann darf die Schule auch ein Ort sein, an dem sie das ausprobieren können und sich so mit den krisenhaften Verhältnissen der Gegenwart auseinandersetzen. So gibt es ein großes Potenzial politischer Aktionen als Teil schulischer Bildung. Die stärken das, was wir Konfliktorientierung nennen oder Konfliktfähigkeit. Und vor allem deswegen, weil sie wertvolle Lernanlässe sind und weil sie authentische Lern- und Bildungserfahrungen sind. Frank Nonnenmacher hat darauf schon vor über 10, 20 Jahren hingewiesen. Heute wissen wir das auch aus empirischen Studien. Was wissen wir denn aus der Empirie? Politisches Interesse ist steigend und wird konstant höher. Das wissen wir unter anderem aus der LinkedIn-Studie, der Shell-Jugendstudie. Soziales Engagement hat insgesamt einen positiven Effekt auf Handlungswirksamkeit. Das wissen wir aus Studien von Younes und Yates, von Ryan, das 2006 beispielsweise. Wir wissen, dass Engagement-Erfahrungen einen größeren Einfluss auf Wirksamkeitsempfinden und politisches Interesse haben als umgekehrt. Fentley und Van Deet haben das beispielsweise 2014 in einer quantitativen Studie herausgearbeitet. Wir wissen aber auch, es gibt keinen Spillover-Effekt von sozialem Engagement zur Identifikation politischer Problemstellung. Soziales Engagement ist das, was in Schulen oft gefördert wird. Das Sozialpraktikum oder die Aufräumaktion auf dem Schulhof. Das ist gut so, das soll es geben. Aber wenn wir uns mit der multiplen Krise befassen wollen, dann geht es immer auch um politische Fragen. Und aus dem sozialen Engagement entstehen diese politischen Fragen nicht selbstverständlich. Wir müssen sie in den Fokus rücken. Wir müssen sie bewusst mit jungen Menschen besprechen. Wir wissen auch, politische Selbstorganisation von Kindern und Jugendlichen führt nicht zu Homogenisierungseffekten, wie wir es oft befürchtet haben. Das sind Studien von Hillebrand et al. 2015 oder meiner Studie aus dem Jahr 2021, Politische Bildung in Aktion. Wirksamkeitssteigerung und Erfahrung im Umgang mit Frustrationen werden durch politische Partizipation auch schon bei Kindern und Jugendlichen messbar. Rodewig 2003 oder Wohnig 2020 haben das gezeigt. Reale politische Handlungserfahrungen sind politische Lern- und Selbstbildungsgelegenheiten mit besonderem Potenzial für authentische Bildungserfahrungen auf allen Ebenen der Kompetenzentwicklung. Das zeigte unter anderem meine explorative Studie Politische Bildung in Aktion aus dem Jahr 2021. Es lohnt sich also, die Schule zu öffnen für reale politische Handlungserfahrungen, um junge Menschen zu zeigen, dass wir sie ernst nehmen und dass wir sie nicht nur als Adressatinnen und Adressaten veränderter Bildung wahrnehmen, dass wir Bildung für nachhaltige Entwicklung organisieren, weil wir Erwachsene jetzt wissen, wie die richtigen Antworten, die richtige Lebensweise aussieht. Nein, wir wollen mehr. Wir wollen mit ihnen gemeinsam über die Welt von morgen sprechen, ihre Ideen mit aufnehmen und diese dürfen und müssen sie auch artikulieren können. Wir wissen, dass von sozialen Bewegungen, von politischer Aktion junger Menschen in der Öffentlichkeit meist nur die Spitze des Eisbergs zu sehen ist. Lernerfahrungen und Bildungserfahrungen finden aber vor allem unterhalb der Wasseroberfläche statt. Von all dem, was sich in der realen politischen Aktion, im realen politischen Handeln ergibt, findet das Allermeiste also unter der Wasseroberfläche statt. So wie bei einem Eisberg, bei dem der größte Teil unter der Wasseroberfläche stattfindet. Sebastian Hauns hat diese Metapher, dieses Bild mal für soziale Bewegungen beschrieben. Und dies lässt sich sehr gut auch übertragen auf reale Handlungserfahrungen junger Menschen, auch im Kontext der Schule. Welche Implikationen lassen sich daraus ableiten? Der Politikunterricht und die Unterrichtsfächer im G wie Verbund müssen sozialwissenschaftliches Denken, Urteilen und Handeln bei jungen Menschen stärken. Es ist aber nicht nur eine Aufgabe des Unterrichtsfaches, sondern aller Unterrichtsfächer in der Schule. Und der Schule insgesamt. Demokratiebildung muss also das Prinzip aller Fächer und der Schule insgesamt sein. Wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, was Klafki früher epochaltypische Schlüsselprobleme nannte oder das, was heute eben die multiple Krise ist.
und zwar aus interdisziplinären Perspektiven. Wir können Schulbuchanalysen in den Fokus rücken und wir müssen vor allem Schülerinnen und Schüler mitbestimmen lassen. Das Entscheidende aber in meinen Augen ist, dass Schulen zu politischen Sozialisationsorten werden. Nur so können sie von der Idee einer Lehranstalt zu tatsächlichen Lernorten der Demokratie werden. Die SV beispielsweise, Klassensprecherinnen und Klassensprecher, die Schülerinnen und Schüler, die die ganze Schulgemeinschaft, alle Schülerinnen und Schüler vertreten. Sie brauchen ein allgemeinpolitisches Mandat. Noch ist es ihnen verboten, sich zu allgemeinpolitischen Fragestellungen zu äußern, sich zu organisieren, zu Themen wie Rassismus, Klimawandel. Laut Schulgesetzen ist ihr einziger Auftrag, sich zu schulpolitischen Fragen ihrer Schule einzulassen. Das ist ein anachronistisches Bild. Wir müssen Schülerinnen und Schülern mehr vertrauen, dass sie ihre Ideen zu gesellschaftlichem Wandel auch artikulieren können und dürfen. Wir brauchen so etwas wie Zukunftswerkstätten. Ein didaktisches Prinzip der Zukunftsorientierung, das wir in der politischen Bildung schon seit vielen Jahren kennen. Es muss selbstverständlich werden an Schulen. Und Zukunftswerkstätten können Sie auch im Kleinen ausprobieren, in Ihrem Unterricht oder in einer Projektwoche. Und diese Zukunftswerkstätten, wenn wir junge Menschen ernst nehmen wollen, sind keine Zukunftswerkstätten, wie sieht unsere Schule morgen aus. Das können sie auch sein, aber sie dürfen auch politischen Charakter entwickeln. Wie stellen wir uns die Welt von morgen vor? Wie stellen wir uns unsere Gemeinde von morgen vor? Junge Menschen durch Zukunftswerkstätten ernst nehmen und ihren Ideen Gehör verschaffen. Wir können auch politische Arbeitsgemeinschaften gründen. In meiner Studie gab es eine Aussage von einer Jugendlichen, die ich sehr bezeichnend fand. Sie sagt, an jeder Schule ist es normal, dass es eine Badminton- oder eine Volleyball-AG gibt und einen Chor und eine Schulband. Aber sie ist sehr irritiert darüber, dass es ausgerechnet für das Thema Demokratie und Politik keine Räume gibt, keine Freiräume. Es ist nicht selbstverständlich, dass es an jeder Schule einen Freiraum gibt für junge Menschen, sich intensiver mit Demokratie und Politik zu beschäftigen. Also schaffen Sie diesen Raum. Schaffen Sie Räume für politische AGs. Das heißt aber nicht, dass Sie dort Politikunterricht machen oder Ihre eigenen Themen in den Vordergrund rücken. Nein, sie schaffen einfach einen Raum, einen Freiraum, wo sich junge Menschen treffen können, die sich mit politischen Fragestellungen beschäftigen wollen. Und sie unterstützen sie, pädagogisch und didaktisch, wenn sie gebraucht werden. Und wir könnten sehr viel häufiger Projektunterricht machen. Projektunterricht, der die aktuellen Themen in den Fokus rückt und von der Fächerlogik ein bisschen Abstand gewinnt. Welche Fragen beschäftigen uns in Zeiten der multiplen Krise? Wie wollen wir sie beantworten? Gemeinsam Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Das wären Implikationen, die wir in die schulische Praxis übertragen können. Dafür gibt es ganz unterschiedliche praktische Hinweise. Gerade zur Zukunftswerkstatt gibt es tolle Materialien, die ich hier auch unten weiter verlinkt habe. Es gibt tolle, innovative, didaktische Modelle, um sich mit den Themen der Gegenwart auseinanderzusetzen. Beispielsweise mit der imperialen Lebensweise. Hier will ich auf das Beispiel urbane Monster hinweisen. Auch das habe ich verlinkt. Sie finden also ganz verschiedene Möglichkeiten. Der einfachste Weg wäre tatsächlich zunächst einmal diesen Raum zu schaffen, den Freiraum zu schaffen. Bieten Sie den Schülerinnen und Schülern, die Lust haben, sich zu engagieren, einen Raum. Und sei es einmal in der Woche am Nachmittag eine Stunde, in der Sie einen Raum zur Verfügung stellen und unterstützen, so gut Sie können. Das ist die beste Möglichkeit, mit der multiplen Krise umzugehen und junge Menschen ernst zu nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin gutes Gelingen für Ihre pädagogische Praxis.